Servus zu meinem nächsten Video. Heute um das lang erwartete Thema Schlaf. Und deswegen habe ich gleich ein bisschen ruhigere Gegend genommen. Wir sind jetzt da gerade im Murnauer Moos. Ist praktisch richtig vorm zu Bett gehen zum Abschalten. Ist zwar jetzt noch nicht die Zeit, ihr seht, die Sonne scheint noch. Aber generell, also vielen Dank für die große Anteilnahme an dem Video bzw. auf Instagram die Fragen vorab. Das ist wirklich ein heißes Thema, wie ich festgestellt habe, dass sehr, sehr viele Leute Schlafprobleme haben. Und Schlaf, wissen wir alle, ist gerade in unserem Sport sehr, sehr wichtig für die Regeneration, dass sich der Körper erholt, dass man runterkommt, Muskelaufbau, das hängt alles zusammen. Und wie gesagt, der wichtigste Faktor ist wirklich, dass man mindestens zwischen 6 und 8 Stunden Schlaf am Tag abbekommen soll. Und ich habe ja eine Umfrage auf Instagram gemacht, dass da wirklich sehr, sehr viele Leute extreme Probleme haben. Also es waren tatsächlich mehr, wie ich gedacht habe. Es gibt verschiedene Probleme. Einmal das Einschlafen ist ein Riesenthema und auch das Durchschlafen, dass man dann mehrmals pro Nacht wach wird. Und da sind wirklich welche dabei, wo ich dann schon wirklich sagen muss, da helfen jetzt meine Tipps nicht mehr. Da sollte man sich schon an Arzt wenden. Ich habe mich natürlich jetzt auch im Vorfeld vom Video erkundigt. Also eigentlich sollte man dann schon an einen Arzt sich wenden. Da gibt es die 3G-Regel, heißt es. Also wie Corona praktisch, deswegen leicht zu merken. Also wenn man 3 Wochen, 3 Tage am Stück weniger wie 3 Stunden durchschlaft, dann ist es eigentlich schon pathologisch und dann sollte man wirklich mal den Arzt aufsuchen. Und was mir wirklich am Herzen liegt, auch da beim Arzt ein bisschen vorsichtig sei und nicht das dann irgendwie mit Schlaftabletten oder so niederbügeln. Ich habe da tatsächlich auch mal Probleme gehabt. Ich habe mal in der Vorbereitung, da habe ich auch nicht mehr schlafen können, da hat mir der Arzt Schlaftabletten verschrieben und dann habe ich die genommen. Das war dann auch gut und schön, das hat auch super geholfen. Bloß wie das Ganze dann vorbei war, habe ich wirklich extreme Probleme gehabt. Ich sage mal zwischen 2 und 3 Monaten, dass ich wieder weggekommen bin von den Schlaftabletten. Also dann immer wieder genommen und auf die Nacht, wo ich es dann nicht mehr wollte, habe ich dann nicht schlafen können. Und habe gedacht, ja, heute geht schon noch. Und so hat sich das halt für Tag, Woche für Woche verlängert. Und deswegen rate ich euch unbedingt ab, da keine chemischen Hämmer zu nehmen. Also wenn, dann muss das wirklich vom Arzt sehr, sehr begründet sein. Also nicht, der soll nicht leichtfertig einen Rezeptblock zücken und euch da Schlaftabletten verordnen. Also generell, wenn es schlimmer ist vom Schlaf her, dass man nicht schlafen kann und man schon alles probiert hat, dann unbedingt einen Arzt, einen guten Arzt aufsuchen, auch ein Schlaflabor nutzen. Vielleicht ist schon mit der Schlafmaske oder was getan. Auf jeden Fall das dann abklären lassen. Aber wenn man das jetzt erst seit kurzem hat und ein paar Nächte nicht gescheit schlafen hat können, was ist generell, was kann man machen? Gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten, was man nutzen kann. Zum Beispiel erst einmal die Schlafumgebung. Schauen, dass die Matratze stimmt. Also das sind jetzt wahrscheinlich Sachen, die habt ihr ja schon alles gehört, aber ich mag es deswegen, vielleicht ist es für den einen oder anderen neu oder man vergisst es ja oft und deswegen möchte ich es einfach auch nur mehr aufzählen. Also schauen, dass die Matratze okay ist. Normal sagt man, eine Matratze soll nicht älter als 7 Jahre sein. Also ich muss jetzt gestehen, meine ist schon 10 Jahre alt und schon richtig durchgelegen. Ich müsste mir auch mal wieder eine neue kaufen. Aber wenn man da Schlafprobleme hat, wirklich daran einmal denken. Dann die Schlafumgebung. Schlaftemperatur, sagt man so, ist zwischen 16 und 20 Grad optimal, weil der Körper über Nacht auch Hitze verliert oder muss sich auch abkühlen und deswegen soll da die Temperatur niedriger sein. Also man sollte nicht schauen, dass der noch in der Nacht schwitzt oder so, außer wie es halt viele für eine Grippe vielleicht machen, dass das rausschwitzt, die Viren. Aber ansonsten wirklich da eine milde Schlaftemperatur haben. Am besten immer die gleiche Schlafzeit, also ein gesunder Schlafrhythmus. Schwierig wird es dann natürlich, wenn man mehrere Schichten arbeitet, wird es schwierig. Aber ansonsten, wenn man normale Arbeit hat, in Anführungsstrichen, immer schaut, dass man zur selben Zeit ins Bett geht und zur selben Zeit aufsteht. Das hilft sehr, sehr, sehr gut mit dem Schlafrhythmus. Abends, wenn es geht, 1,5 bis 2 Stunden vorm Bett gehen, kein Fernsehen mehr schauen, kein Video. Gerade das helle Licht vom Fernseher oder vom Handy oder vom PC verhindert die Melatoninausschüttung, Schlafhormonausschüttung und damit ist das Einschlafen viel, viel, viel schlechter. Also bitte vermeidet es, wenn ihr Probleme habt.
oder dunkel. Dunkel soll es auch sein. Also die Schlafumgebung nicht irgendwie bei offenen Fenstern, wenn es noch hell draußen ist, schlafen, sondern vielleicht legt euch ein Rollo zu, dass wirklich absolut dunkel in den Räumlichkeiten ist, wo ihr euch aufhält. Und auch mit natürlich leise, dass ihr schlafen könnt. Am besten auch gar keinen Fernseher im Schlafzimmer haben. Kann ich auch nur empfehlen. Vielleicht, wenn man Probleme hat oder so viele Gedanken einem im Kopf gehen, was ich mir am nächsten Tag noch erledigen muss, nehmt euch meinetwegen ein kleines Tagebuch, hört sich vielleicht jetzt blöd an, und schreibt eure Gedanken nochmal auf oder was ihr am nächsten Tag noch erledigt habt. Dann habt ihr nicht das Problem, dass euch das in der Nacht verfolgt oder dass ihr das mitnehmt in den Schlaf. Also einfach, wie gesagt, die Gedanken noch zu Papier bringen und damit vom Kopf her versuchen abzuschalten. Also das wären jetzt so Schlafrituale oder Sachen, wo man auf alle Fälle ohne groß Supplemente oder wie auch immer bewältigen kann. Dann ist natürlich, warum schläft man schlecht? Wenn man schlecht einschlafen kann, weil man Stress in der Arbeit hat, im Beruf, im Privatleben, dann kann man das natürlich auch mit Supplemente runterfahren. Was super hilft, ich blende euch das einmal ein, ist zum Beispiel Ashwagandha, Magnesium, das vorm Schlafen geben nehmen. Das bringt euren Körper runter und lässt euch auch besser durchschlafen. Vitamin B5 hilft da sehr, sehr gut. Über den Tag verteilt Hochvitamin C nehmen, wirklich mehrmals am Tag. Das lässt so den Stresshormon, das Cortisol senken und somit könnt ihr auch besser und gelassener den Tag erleben. Das dauert allerdings immer ein bisschen, wenn man die Supplemente nimmt. Das wirkt jetzt nicht wie eine chemische Keule von heute auf morgen, sondern man muss da schon immer, sage ich mal, zwischen 2 und 4 Wochen rechnen, bis man mal so merkt, dass man ein bisschen runtergeht. Was man dann direkt zur Einschlafshilfe, gibt es auch verschiedene Supplemente. Melatonin, 5-HCP, Gamma-Aminobuttersäure, wie gesagt, Magnesium hochdosiert. Das hilft euch tatsächlich, dass ihr nicht ewig im Bett wach liegt, sondern wirklich zum Runterkommen. Auch Baldrian hilft. Oder was auch sehr gut ist, dass ihr zum Schlafen gehen einmal so einen Beruhigungstee trinkt. Das ist auch schon oft so ein Abendritual, abends eine Tasse Kaffee trinken. Und, Entschuldigung, Kaffee ist genau das Verkehrte, eine Tasse Beruhigungstee, gibt's Baldrian-Tee, dass ihr dann auch runterkommt. So, also das wären jetzt meine Tipps an euch. Ich hoffe, ich habe euch weitergeholfen. Wenn ihr nur ein bisschen mehr über das Thema Schlaf wissen wollt, schreibt es mal in die Kommentare. Ansonsten irgendwelche Anregungen, höre ich mir immer gern an und bin natürlich empfänglich für alles. Ansonsten, wenn ihr nichts verpassen wollt von meinen Themen, abonniert meinen Kanal und lasst natürlich ein Like da und ich freue mich über jeden Kommentar. Bis zum nächsten Mal, euer Thomas. Ciao, ciao, servus.